Ja, es waren genau 25 Minuten. So, jetzt haben wir 3.13 Uhr und jetzt mache ich bis 3.43 Uhr circa. Gut. Ein Lagermarsch. Ein langer Marsch und ein kurzer Fall. So, wir starten. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug vom Eingesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Habt ihr gehört, meine Gute? Oh, es läuft eine Zeit. Das sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Gibt's hin, Gist hin durch Seil erschienen? Kann ich gerade nicht so schnell lesen. Was? Knallkörper, der Knallkörperpfeil sorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit erregt. Er ist perfekt geeignet, für eine Ablenkung zu sorgen. Ich brauche keine Ablenkung. Okay, ich glaube, ich muss... Wie komme ich hier rein? Okay, so. Autsch! Nee, das schaffe ich nicht mehr. Jawohl, ich hab'n! Christopher Gist, ich bin Shay Cormac. Angenehm! Aber was macht ihr hier, wenn ihr die Frage gestattet? Der Colonel schickt mich. Aha. Gott sei Dank hab ich es doch noch geschafft. Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung. Aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Okay, damit ist die Frage geklärt, wo die Morrigan ist. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Ich kannte sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt! Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten.
Bandenschleicher. Schleicher lauern im Hintern und versuchen beim Angriff unsichtbar zu bleiben. Man kann sie bekämpfen, indem man ihren Angriff pariert oder Knallkörper benutzt, um sie herauszulocken. Außerdem weist einen der Kompass... Ja, ja, bla bla bla. Wissen wir doch schon alles. Ein Schleicher ist in der Nähe. Ja, wissen wir auch. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreißen wollt. Ja, da. Cool war das? Wie kann ich die nochmal einsetzen? Okay, die Morrigan zurückerobern. Sag mal, willst du mich verarschen? Mädel? Was? Das wimmelt ja da nur von solchen Schleichern. Alter, okay. Ich hab verstanden. Ich hab schon verstanden. Tja, ich sehe dich und du bist tot. Also von daher. Meine Nase kitzelt. So, Schleicherpräferenz. Also, soll ich jetzt erstmal die ganzen... Na, wo seid ihr denn, ne? Kommt raus! Put. Da oben ist auch einer. Tja, so einfach geht das. Das hört sich an wie Freddy, ey. Ja, nee, ist klar. Da ist noch einer. So, noch einer. Ich gehe mal auf den Turm. Vielleicht kann man da... Was? Ja, natürlich! I'm leaving. I'm gone.
Einer haben wir noch. Einen haben wir noch. Müsste dann hier sein. Gute Nacht. Nee, das war es nicht. Gute Nacht, Mädel. Was hat die denn? 18 Uhr. Ich wusste gar nicht, dass die Morrigan so groß ist. Nein? Und die Morrigan gehört uns wieder. Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn Jay Patrick Comic vom Assassinen zum Templer wird. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Ach, egal. 90%. Aber war geil. Richtig. Ich will aber noch nicht. Ja, wir können. Was darf es denn heute sein? Ja, einkaufen. Haha. So, erstmal verkaufen, Fracht verkaufen, Tabak. Läuft definitiv. Wieso? Ich kann nur Jagdbeute, Knochen. Lass ich auch mal. Hallo? Ach, wir können einkaufen. Und zwar einmal hier. Zack. Schwere Kugel, natürlich. Um diese Verbesserungen müssen Sie in der Hauptgeschichte weiter vorankommen. Alles klar. Stärke des brennenden Öls. Ich gucke gerade auch gar nicht auf den Preis. Ist mir gerade so relativ egal. Aber ich sehe, ich brauche wieder Eisen. Lager für schwere Kugeln. Stauraum für schwere Kugeln. Alter, Mannschaftskajüte. Haben wir noch, aber danach haben wir kein Geld mehr. Aber egal, 126. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ja, bitteschön, gern geschehen. Nein, wir machen jetzt aber noch nicht mit der Mission weiter. Das
Ist das jetzt meine Hütte? Tür öffnen. Gucken wir doch mal nach. Ach so, hat er auch wieder die Flotte. Okay. Okay. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was ist das denn hier alles? Interagieren. Pistolensätze. Alles klar. Wie geil. Dann haben wir hier bestimmt unsere Flotte. Achso, Pistolensätze. Was haben wir hier? Schwertsets, oder? Schwertersets und Dolchensets, ja. Hier ist mein Schlafzimmer. Okay. Was ist das? Anzüge? Monturen, genau. Habe ich ja auch nur die ganz normale Templer-Montur, ne? Übergangsmontur, Entdeckermontur. Ich bleibe eigentlich bei der Assassinenluft. Ich will so ungern als Templer abgestempelt werden. So, mal eben gucken, wofür schlägt es uns denn jetzt hin? Jetzt, wo wir hier das alles haben. Können wir... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist doch so viel. Okay. Ich würde sagen, wir fangen da an, dann da, dann da, 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 da. Okay. 300, das sind ja nur 300 Meter. Moment mal eben. Ja, meine Freunde, da bin ich wieder. Das war der Zeitungsfuzzi. So, und, ja, wir wollten die Truhe holen. Stimmt ja, da war ja was. Und ab ins Kühlen, nass. Ja, die haben hier schon wirklich sehr viel aus Assassin's Creed 3 reingehauen. Zum Beispiel auch wie die ganzen Tiere, mit denen man agieren kann. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt erstmal komplett New York synchronisieren soll oder ob ich das so teils machen soll. Ja, so ein bisschen synchronisieren und so ein bisschen Mission machen. So, da haben wir die Truhe. Wir brauchen definitiv jetzt mehr als genug Kohle. Da ist noch die Taverne, die wir machen müssen, können, wie auch immer. Ach nee, schau an, wen haben wir denn da? Der kriegt erstmal wieder einen Tritt von hinten. Oder so. So, jetzt kriegen erstmal mal ein paar gewisse Leute aufs Maul. Yeah, wuhu, ouch. Also der erste ist schon mal außer Gefecht. Der zweite ist außer Gefecht. Ja.
Der dritte und der vierte. So, jetzt wollen wir... Ja? Jetzt wollen wir uns natürlich auch noch ein paar Informationen beschaffen. Okay, kommen wir später irgendwas? Haben wir doch schon. Okay, die Taverne haben wir freigeschaltet. Dann das da. Ja, du solltest... Ja. Nein, du sollst das nicht so machen. Ja, so bin ich zufrieden mit dir. Auch schon wieder irgendwas, wo man springen muss? Nein, Gott sei Dank. Und hier ist auch direkt die Truhe. Autsch, 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 autsch! Geht. Aber wo? Bestimmt da oben. Sag ich doch. Okay, haben wir jetzt hier alles? Oder noch nicht? Nee, ach Gottchen. Die Truhe noch? Halt, andere Seite. Spring! Schön festhalten, immer. Bin ich jetzt schon in einem anderen Bezirk? Da unten ist der Wohlstand und hier ist irgendwo die Truhe. Truhe? Truhe? Die da oben sein? Ach so, da oben. Man hätte einfach mal gucken sollen. So, mal gucken, wie ich hier hochkomme. Ich schätze mal so. So. So, und damit haben wir den Wohlstand. Okay, jetzt gehen wir hier unten zu dem James Gunn Kreuz. Das auch nur 200 Meter entfernt ist. Ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass bei Assassin's Creed Rouge wieder so um die 100 Teile zustande kommen werden. Denn ich werde nicht nur die Hauptmission machen, sondern ich werde versuchen, alle Inseln komplett zu synchronisieren. So eben halt wie bei Assassin's Creed 4 Black Flag.